jetzt? Ach so. Ja, wir sind wieder da, habe ich gehört. Umso besser. Ja, jetzt soll man sich ja die Hände waschen, 2 Minuten lang die Hände waschen. Jetzt bin ich schon einige Zeit dran. Und ich sage immer, das ist nicht einfach, 2 Minuten lang. Das kommt einem ganz schön lang vor. Gerade wenn man kleine Hände hat, ist das schon wichtig, ne? Dass man sich dann was vornimmt in diesen 2 Minuten. Man soll sich ja 2 Minuten die Hände waschen, 3 Minuten die Zähne putzen und ich sage immer die Füße. Wenn man die Füße sauber machen will, das dauert auch nochmal 4 bis 5 Minuten. Ne? Ich habe sogar einen Freund, der hat ganz große Füße, der muss dafür etwa so 7 Minuten einrechnen. Ich sage immer, was sollen wir denn noch alles machen mit dem Körper, bis alle zufrieden sind? Das dauert doch alles viel Zeit, nicht? Und ein Bekannter von mir hat mir gesagt, also 2 Minuten, das wäre genau der Zeitraum, den man am Tag benutzt, um über den Sinn des Lebens nachzudenken. Ne? Und ich sage zu ihm, Hände waschen ist der Sinn des Lebens. Ne? Wir nehmen also einfach unsere Hände. Ne? Sehen Sie das? Ne? Wie die aufeinander zugehen, als hätten sie sich lange nicht gesehen. Ne? Na, ja, ne? Na, wie das denen Spaß macht, so schubsen die sich herum, als wären sie da im Freibad. Ne? Hey, nicht vom Beckenrand springen. Ne? So, sehen Sie das? Ne, das ist wie eine Flamme, die hochlodert. Ne? Oh, so wird's sauber. Eine Flamme, die hochlodert. Ne? Da braucht jemand eine Dusche. So, das macht Spaß, ne? Und wenn man dann noch ein wenig sauber die Hände kriegen will, dann empfehle ich immer die Nase. Die kann man ja auch einsetzen. Die Nase kann man einsetzen, ne, für die Zwischenräume. Ne. So, ne, ne, so, ne. Und wenn man es ganz sauber haben will, dann saugt man sogar mit der Nase den letzten Schmutz auf. So. Ne. Okay, das sieht nicht erhaben aus. Nicht? Aber ich sage immer, wenn man was erhaben haben will, dann geht man ins Theater, ne, wenn die aufhalten. Oder hier ins Museum. Wenn man was Erhabenes haben will. Ne? Das ist schon was. Ne? Das ist was anderes. Aber was auch man nicht so kennt, das ist das Kinn. Das Kinn wird ja auch kaum eingesetzt. Das ist ja völlig unterfordert. Das ist ja nicht nur als Halterung da, um das Doppelkinn zu erden. Man kann auch das Kinn einsetzen, um zum Beispiel die Handinnenfläche zu säubern. Dann geht man also mit dem Kinn hier drin. Oh Mann, Mann, Mann. Das massiert das auch ein bisschen. Und dann kriegt man alles sauber, ne, von der Handinnenfläche. Ne? Und mit einem 5-Tage-Bad, das ist wie ein Stahlschwamm bei Handwerkerhänden, ne, bei ganz empfindlichen Schmutz. Ne. So, so macht man dann. Ne. So, so macht man dann. Und wenn dann immer noch nicht 2 Minuten rum sind, indem man sich die Hände waschen soll, dann empfehle ich dieses Lied. Die Hände wollen sauber sein, drum seife sie mit Seife ein. Nach Matschen oder Naschen soll man die Hände waschen. Wischi, wasch die Fingerlein, alle wollen sauber sein. Wischi, wasch die Fingerlein, alle wollen sauber sein. Das war jetzt der Kinderchor, den wir heute nicht dabei haben, ein bisschen improvisiert, nicht? Aber das ist der Kinderchor, ne? Drum lass mal deine Finger sehen, wir säubern sie von 1 bis 10. Die Seife gut verteilen, du brauchst dich nicht beeilen. Wischi, wasch die Fingerlein, alle wollen sauber sein. Wischi, wasch die Fingerlein, alle wollen sauber sein. Das war wieder der Kinderchor. Aber ich bin ja hier nicht ganz alleine. Vielleicht können wir beim nächsten Mal die hier sind, mitsingen. Ich begrüße da unser Maskottchen von der digitalen Heimat Paderborn, die uns heute unterstützen, zusammen mit dem Kulturamt. Mitsingen kann auch vielleicht der Felix hinter der Kamera. Felix, wie sieht es aus? Ja, er nickt so ein bisschen, aber die Begeisterung wartet noch auf ihn. Und René im Ton, der singt mit. Ja, ich bin mal gespannt. Wir machen alles blitzeblank und sauber 5 Minuten lang. Und dabei nicht versäumen, waschen der Zwischenräumen. Wischi, wasch die Fingerlein, alle wollen sauber sein. Wischi, wasch die Fingerlein, alle wollen sauber sein. Und wenn die Hände sauber sind, dann klatscht damit ein jedes Kind. Zuletzt lass Wasser laufen, wir wollen die Finger taufen. Das ist der Daumen. Der kitzelt den Gaumen. Das ist der zweite. Der zeigt in die Weite.
Das ist der dritte, der Job bei der Sitte. Der vierte Fingerklingeling trägt gerne einen Hochzeitsring. Der kleine Kerl am Rand der Hand, der pinkelt gegen jede Wand. Oh, der pinkelt gegen jede Wand, ja. Wischiwasch die Fingerlein, alle wollen Theater zu sind. Die Kleinkunsttheater, die Großkunsttheater, wo auch die Restaurants zu sind. In der Zeit wollen wir für sie spielen und auf uns aufmerksam machen. Und es haben ja nicht nur die Restaurants zu und die Theater, sondern auch die Friseure, was ich besonders schade finde. Nicht? Also manchen steht es ja. Nicht? Ich habe also heute noch den Bürgermeister gesehen, der hat ja total lange Haare, also ihm steht es. So die Augenbrauen, so wuschig, ne? vom Bürgermeister. Ne? Und gestern, da habe ich noch den Drummer gesehen von Deep Purple. Ich habe gedacht, das wäre der Drummer von Deep Purple. Und da war aber das Herr Lindemann. Also die langen Haare verändern uns alle völlig, ne? Völlig. Ne? Ich habe schon gedacht, wenn jetzt Ratssitzungen wären, dann würde man denken, die Grünen sind endlich an der Macht. Nicht? Oder die 68er haben das Haus besetzt. Ne? Das würde man denken. Und ich hatte jetzt die Idee gehabt, um das zu überbrücken. Die Zeit, wo wir nicht zum Friseur können, da habe ich einen Freund von mir gefragt, einen Jazzpianisten Benny Düring, ob er nicht ein Stück hat, was uns neue Frisuren vorstellt, womit wir schon leben können, ne? Womit wir dann uns nachher einen Termin geben lassen und wollen diese neuen Frisuren, die uns Benny Düring vorstellen wird, dann wirklich auch haben. Und bei dem Video, was er eigens gleich für uns gemacht hat, das zeigt er heute, achten Sie auf den berühmten Daumen von Benny Düring, gerade den linken, der wird bei den Jazzern genannt, der Düring-Daumen. Da achten Sie mal drauf, wie er den spielt. Und wenn der Daumen nicht zu tun hat, dann guckt er immer den anderen so an. Ne? Und wenn er dann dran ist, dann haut der Daumen rein. Und das nennt man in der Jazzszene den berühmten Benny Düring-Daumen. Und Benny spielt heute für unser Stück neue Frisuren. Und freuen Sie sich auf Big Daddy, the one and only Mr. Benny Düring. Ja, schönen guten Tag. Ich befinde mich gerade hier zu Hause in unserem Wohnzimmer und melde mich in besonderen Zeiten mit etwas Klaviermusik. Thank you.
Naja, und dann haben die uns gesagt, sie fänden es schön, also die Leute hier vom Museum, wenn wir uns hier ein Objekt aussuchen würden, was wir dann so mit unseren Worten vorstellen. Also irgendein Objekt, was wir schön finden. Und hier, da hängt ja einiges drin, was ich schön finde, muss ich sagen. Und da kam ich darauf, ich suche mir etwas aus, was vielleicht nicht jeder so kennt, wo man so oft drüber gegangen ist. Also was einen doch noch überraschen wird. Und dann habe ich mir gedacht, ich stelle vor, hier diese Fußmatte mit dem Paderborner Wappen, mit unserem schönen Wappen. Ne? Das, da geht man ja so drüber, ne? Macht sich so keine Gedanken drum, auf was man eigentlich tritt. Und dieses Paderborner Wappen, das wollte ich nämlich vorstellen. Das ist ja eigentlich nur eine Fußmatte, vom Material her, ich weiß es gar nicht. Und dieses Wappen, offiziell erst in Paderborn, haben wir erst seit 1975, also seitdem wir Großstadt sind, haben wir im Grunde erst ein Wappen, dieses richtige Wappen. Und das ist ein rotes Wappen und eigentlich mit gelben Pfählen, also gelben Säulen. Nicht? Hier oben ist ein Kreuz und hier sind die Säulen. Und die vier Säulen, das weiß nicht jeder, die stehen nämlich für die Paderborner Redekunst. Für die Paderborner Gesprächskunst. Und man nennt es ein beredtes Wappen. Und zum Beispiel dann hier diese erste Säule, dieser erste Pfahl, der steht dann also für den Paderborner Ausdruck. Das hört man gern. Also der steht, wenn Paderborner trifft, dann sagt er immer, ach, das hört man gern. Also ist positiv, ne, da weiß man Bescheid. Ach, der hört das gern, das hört man gern, kann man weitererzählen. Ne? Und hier, der zweite Pfahl, die zweite Säule für die Paderborner Gesprächskultur, die steht dann nämlich für den Ausdruck, da sag ich nicht nein. Ne? Sagt man auch auf dem Paderborn, wenn man jemanden trifft, da sag ich nicht nein. Ne? Also das hier ist, ne, das hört man gern, die zweite Säule, da sag ich nicht nein. Ne? Und mit diesen beiden Sätzen, da kommt man in Paderborn ein gutes Jahr mit durch. Ne? Da ist man schon auf Partys ein Partykind. Ne? Und das hier ist dann die dritte Säule der Paderborner Gesprächskultur. Das ist, wenn man sein Mitgefühl zeigen will, in diesen Zeiten sein Mitgefühl zeigen will, dann sagt man, man macht schon was mit. Ne? Man macht schon was mit. Ne? Also hier, das hört man gern, da sage ich nicht nein. Und die dritte Säule steht für, man macht schon was mit. Ne? Und die vierte Säule für die Paderborner Gesprächskultur, die steht für sein buddhistisches Wesen. Wenn er alles probiert hat, wenn er sich abfinden muss, dann sagt er nämlich, da kann man machen nichts, da muss man gucken zu. Ist ja manchmal so, da kann man machen nichts, da muss man gucken zu. Also das hört man gern, da sage ich nicht nein, man macht schon was mit. Da kann man machen nichts, da muss man gucken zu. Das sind die vier Gesprächssätze eigentlich, auf denen sich jede Paderborner Unterhaltung stützt. Deswegen sind wir auch dann so redegewandt. Wenn man das drauf hat, muss man ja keine Angst haben, wenn man jemanden trifft. Das ist schon so. Und das wollte ich hier vorstellen. Ist das gut? Ist doch wirklich interessant mal gewesen. Ne? Man geht hier so drüber, guckt sich das nicht an, ist doch wirklich gut. Oder machst du, nee, ist doch wirklich gut. Ne? Ja, ja. Ne? Also das Maskottchen findet das auch gut. Ja, und ich habe Ihnen noch eine Gruppe mitgebracht, eine Paderborner Gruppe natürlich mitgebracht, die sich auch ein wenig um das neue Liedgut gekümmert hat, die es gar nicht so lange gibt. Sie besteht aus 8 Personen, 7 Frauen, 1 Mann. Und sie haben innerhalb von ganz kurzer Zeit die Paderborner Herzen auf ganz verschiedenen Veranstaltungen erobert. Ich stand mit ihnen selber schon auf der Bühne. Da waren, glaube ich, 7000 Leute vor uns. Oder da so, 700. Also, oder, ja, so. Also es waren auf jeden Fall Leute vor uns. Draußen war das, vor der Stadtbibliothek. Nicht? Sie haben innerhalb von kurzer Zeit dann noch eine Single herausgebracht, wenn man noch Single sagt. Felix, sagt man noch Single? Ja, also so, wo ein Lied nur drauf ist, ein Lied von Paderborner Brot, was man auch kaufen kann jetzt, nicht? Um mal ein bisschen Werbung zu machen. Und sie bringen heute für uns ein Lied, das ist eine Welt-Uraufführung. Es ist ein Lied, was in dieser Zeit einen auch entspannen kann. Das hat zu tun mit unserer Pader und mit unseren Quellen. Und wir sehen nun das Vokalensemble, sehen und hören nun das Vokalensemble Anis oder Mandel unter Leitung von Heiko Isermann mit dem wunderschönen Lied 1, 2, 3, 4 Pader. Musik
Wellen, 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 raus aus allen Stellen, Wellen, 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 raus aus allen Stellen, raus aus allen Stellen, raus aus allen Stellen, Stellen. Ein, zwei, drei, vier, Pada, unser Lebensade, bist nur du mit deinem Schwung, denn die Stadt führt in mich um. Ein, zwei, drei, vier, Pada, ohne dich ist Pada, du bist der Ideenschwung, für das Rathaus und den Gott, im schönen Pada Quellgebiet, weil mich nur viele Menschen lieben. Ja, wir sind jetzt viel zu Hause öfters und manchen zieht es gar nicht mehr in der Natur, weil man manchmal zu viel Zeit hat, um in die Natur zu gehen. Ich habe Ihnen nun etwas mitgebracht, eine sportliche Entspannungsübung, wo man beides im Grunde verbinden kann. Also das Trainieren des Körpers und im Grunde auch das Empfinden der Natur. Und zwar sind es die sportlichen Bewegungsabläufe dargestellt an wichtigen Getreidesorten. An wichtigen Getreidesorten. Machen Sie also einfach zu Hause mit. Unser Maskottchen macht auch mit, habe ich schon gehört. Dann kann es ja nur schön werden. Also, sportliche Bewegungsabläufe dargestellt an wichtigen Getreidesorten. Als erste, die Gerste, das Schwerste. Die Gerste, als erste, die Gerste, das Schwerste. Die Gerste und ernten, 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 ernten. Der Hafer, das darf er. Ein Braver, der Hafer, die Gerste, der Hafer und ernten, 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 ernten und joggen. Der Roggen und joggen. Der Roggen im Wind, die Gerste, der Hafer, der Roggen im Wind. Und ernten, 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 ernten. Und spreizen, der Weizen. Und spreizen, der Weizen. Die Gerste, der Hafer, der Roggen im Wind. Und spreizen der Weizen und ernten, 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 ernten. Manche Beobachter glauben, wir huldigen mit diesen Bewegungen
irgendeinem neuen Gott. Götter, Zensit und Schnuppe, wir sind nur die Frühsportgruppe, wir üben nur. Ja, wir üben nur. Und dann lockern, ja, wir üben nur. Und das machen sie dann am Tag 5-mal, dann geht's ihnen auch bald besser. Hat Spaß gemacht, nicht? Ja, mir hat das auch Spaß gemacht. Auch gerade, weil ich so gut durchtrainiert bin. Ja, wir haben heute hier ein besonderes Treffen bei unserem Kulturheimspiel-Spezial. Es geht hier nämlich auch um Unterstützung der Künstler in Paderborn, die keine Auftritte gerade haben, die zu Hause sitzen, schon das nächste Programm vorbereiten müssen, denen Geld fehlt. Es geht ja weiter. Wir machen also Projekte, wir arbeiten an Projekten, die wir dann später, wenn wir wieder in die Theater rein dürfen, auf die Bühne dürfen, für sie spielen dürfen, vorführen wollen. Und dafür, für diese Projekte und auch für die Künstler, da gibt es ein bestimmtes Kultursoli. Das kann man finden im Internet. Da kann man also so Geld spenden für die Künstler, die es brauchen. Die können sich dann bewerben und da sind dann zum Beispiel so reizvolle Dinge zu gewinnen, wie zum Beispiel Udo Olszewski kommt zum Frühstück oder sowas. Wie? Also ich höre gerade, das nicht. Ne? Aber ich habe auch gehört, es gibt da zum Beispiel dann so ein Wohnzimmerkonzert von unserem Landrat Müller, was ich sehr interessant finde. Der kommt dann also mit dem ehemaligen Landrat Wansleben und die machen dann gemeinsam einen Simon & Garfunkel-Abend. Das hört sich sehr gut an, finde ich, wenn man auf Simon & Garfunkel... Moment, ich höre gerade, das kann man auch nicht. Also dafür kann man auch nicht spenden, aber es gibt andere ganz tolle, also wirklich, es gibt andere ganz, ganz tolle Dankeschöns, die man für seine Spende bekommen kann. Man kann zum Beispiel auf dem Heft, dem Monatsmagazin aus Paderborn, fotografiert von Harald Borsch, da kann man auf dem Titelbild sein. Man kann die Gruppe Börnsch, die am Schluss auch unser Lied hier singt immer, wir wollen den Dom sehen können. Die kann man zu einem Wohnzimmerkonzert buchen. Und auch ich bin dabei. Meine Stadtführungen sind aber schon leider alle ausgebucht. Aber es ist noch genug da. Ich glaube, man hat schon gesammelt hier für 20.000 Euro. Und dafür kriegt man ja schon einiges, kann man einiges unterstützen. Und da kann man auch eine gewisse Zeit, wo man keine Aufträge hat, überbrücken. Und wenn man jetzt in dieser Zeit wartet, bis alles mal wieder normal wird, wo also die Friseure mal endlich wieder aufmachen, wo die Restaurants, die Theater, da hat man doch manchmal so Gelüste auch, unbedingt in ein Restaurant gehen zu wollen. Unbedingt, ne? Ach Mensch, war man immer mittwochs, ist man zum Italiener gegangen. Und da habe ich dann getroffen die Tänzerin Anne Pommier. Anne Pommier habe ich getroffen an einem Abend, wo sie eine ihrer Tänze gezeigt hat und da habe ich sie gebeten, für uns einen Tanz zu kreieren. Wenn wir also Lust haben, ins Restaurant zu gehen und wir sind schon ganz verzweifelt, dass man dann sagt, sich ihr Video anschaut, was sie eigens für uns gemacht hat und dann hat man auf einmal nicht mehr so die Lust, ins Theater zu gehen oder ins Restaurant zu gehen und ist dann doch zu Hause sein Stramax. Und ich habe über Anne Pommier aufgeschrieben, Tanz, der den Wunsch mindert, essen gehen zu wollen. Mehr als ein Tanz, es ist eine emotionale Hilfe, seine eigenen Widerstandskräfte zu fördern. Der Tanz macht auch satt. Der Tanz macht auch Spaß. So wie man sich manchmal ein Wolkenbild anschaut, wenn man kurz verreisen will, bevor man die Kinder zur Schule bringt. So wie man bei jeder Biene denkt, der tue ich nichts, das könnte eine Biene von unserem Bürgermeister sein. Freuen Sie sich auf Anne Pommier, ihre beiden Musiker, die machen auch mit. Die sieht man nur nicht, die sind nämlich im Innenhof, nicht? Die hört man nur, aber die sind dabei, Andrea Briechle und Flo Sternchen Krapott. Und freuen sich auf den Tanz, der den Wunsch mindert, essen gehen zu wollen, mit Anne Pommier.
Die Selbstumarmung. Die Selbstumarmung kann die letzte Zuwendung sein, die einen einsamen Menschen über Wasser hält. Also ich finde daran nichts Anstößiges. Also ich finde, die Selbstumarmung ist auch Gott gewollt. Man weiß doch selbst am besten, was einem gut tut. Umarmen Sie sich also selbst. Ne? Drücken Sie sich ruhig mal. Ne? Drücken Sie sich, ne? So, als müssten Sie gemeinsam an einem Fallschirm auf die rettende Erde fliegen. Ne? Und sagen Sie zu sich Sätze wie zum Beispiel: Ach, ich hab dich so gerne, ne? Du bist mein Ein und Alles, ne? Wenn ich dich nicht hätte, wüsste ich gar nicht, was ich hier auf der Erde sollte. Ne? Ne? Sagen Sie das, seien Sie nett zu sich, ne? Man kann nicht lachen, oder man muss nicht lachen, wenn man sich selbst kitzelt. Ne? Geht nicht, also ich habe das jetzt nur nachgemacht, ne, das Lachen, aber das war nicht von Herzen. Ne? Also wenn Sie sich selbst kitzeln, ne? Machen Sie mal, da können Sie nicht lachen. Ne? Also wenigstens nicht so, dass es von Herzen kommt. Ne? Sie können auch nicht summen, Liebeslieder summen, wenn sich selbst die Nase zu halten. Ne? So. Machen Sie mal, es geht nicht. Ne? Nase zu. Aber bei der Selbstumarmung, bei der Selbst, da sind ihnen keine Grenzen gesetzt. Manche, die fahren sich dann dabei so durch die Haare. Ne? Sagen so: Oh, was hast du schön dichtes Haar. Oh, ne? Was ist so schön? Die gehen sich durch die Haare. Ne? Ich habe einen Nachbarn, der klopft sich dabei immer auf die Schultern, so als hätte er Großes geleistet. So, so. Oh. Ne? Als hätte er sich vor Glück verschluckt. Ne? So. Umarmen, umarmen, hab doch mit mir Erbarmen. Ach, gute liebe Carmen, du weißt, ich liebe dich. Aber, das ist schön, ne? Aber man sollte auch bei der Selbstumarmung, bei aller Liebe, auch selbst zu sich selbst Nein sagen können. Sie müssen nicht alles machen, was Sie von sich wollen. Das, wenn Sie nicht wollen, dass Ihnen jemand bei der Selbstumarmung an die Ohren zieht, dann sagen Sie nein, nicht an die Ohren zieht. Nein, nein, nein. Ne? Oder bei der Selbstumarmung, dass die Nase ins Spiel kommt, sagen Sie nein, wenn Sie das nicht möchten. Ziehen Sie da ganz klare Grenzen, damit Sie abends wieder auch in Ihren Spiegel schauen können, wenn Sie sich sehen. Ne? Also Selbstumarmung, gerade in dieser Zeit, die ist schon sehr, sehr wichtig, wenn man sich dazu traut. Nicht? Natürlich kann man sich auch selbst in den Hintern treten, das geht schon. Aber das macht nur Sinn, wenn man bei der Selbstumarmung an jemand anderen gedacht hat. Umarmen, umarmen an Tagen, auch den warmen, auch gute liebe Carmen, ich weiß, du liebst auch mich. Ja, wir kommen nun zu einer anderen Umarmung, eine musikalische Umarmung. Ich bin ganz froh, dass sie dabei ist. Eine Paderborner Künstlerin, manche haben ihr Programm gesehen, was sie mehrfach hier im Delenhaus gespielt hat, Johnny's Blue. Und sie zeigt sich heute von einer ganz eigenen Seite. Und sie hat eigens für uns ein Video aufgenommen mit ihrem Gitarristen Sebastian Koch. Und jeder, der bisher das Video gesehen hat, der sagt immer, weil das so gut ist, man kann es gar nicht mehr ausdrücken, weil es einem so gefällt. Da kommen einem diese Plattitüden wie herausragend und einzigartig gar nicht mehr in den Sinn. Obwohl wirklich Lara Schallenberg
herausragend und einzigartig ist. Sie stellt sich gleich selber vor mit einem kleinen Grußwort und wir sehen nun sie in ihrem Film. Das ist jetzt mal ganz großes Kino. Freuen Sie sich auf Lara Schallenberg und ihren Gitarristen Sebastian Koch. Ja, lieber Erwin, liebes Paderborn, wir freuen uns heute virtuell für euch performen zu können und die Distanz sozusagen überbrücken zu können. Normalerweise kennt ihr uns in dieser Formation als Joni's Blue, aber Sebastian Koch, mein Gitarrist, springt heute für mich direkt in den Deutschpop und wir performen einen Song von mir mit dem Titel Stell dir vor. Wir hoffen, er gefällt euch, wir hoffen, es geht euch gut, ihr seid gesund und dass wir uns ganz bald im Real Life wiedersehen. Bis dann! Lara Schallenberg war das. Einzigartig. Übrigens die Tochter vom Musikhaus Schallenberg. Ihr Papa hat das Musikhaus Schallenberg. Und vielleicht kann man denen auch mal Danke sagen, dass man froh sein kann in Paderborn, dass es hier immer das Musikhaus Schallenberg gab und gibt. Das könnte ich zum Beispiel auch nicht so gut Klavier spielen.
würde woanders rumnerven. Wär's dich tröstlich, wenn die immer alle anderen nerven würden. Gerade jetzt, wo man selbst schon so leicht genervt ist, nicht? Wenn die einfach zu Hause bleiben würden, sich vor den Spiegel hinstellen und sich dann selbst nerven und sich dann zum Beispiel eine Frage stellen wie, hast du keinen Friseur, den man nerven kann? Und der sagt dann, ja, aber der hat zu. Wär das nicht tröstlich, wenn zum Beispiel die Unruhestifter, die immer nerven würden, mal sich selbst nerven und zu Hause bleiben und dort Unruhe stiften? Wäre das nicht tröstlich, ne? Wenn die zum Beispiel dann ihrer Katze den Kratzbaum wegnehmen würden und ihnen einen Hundezwinger reinstellen, damit die mal sieht, wie das sein kann, wenn man sich nicht kratzen darf? Wäre das nicht tröstlich? Wäre das nicht tröstlich, wenn zum Beispiel die Leute von der AfD, ne, die einen immer so nerven, wenn die mal einen jetzt nicht nerven würden, wenn die sagen würden, Mensch, wir haben jetzt alle so lange genervt, jetzt halten wir uns mal zurück, ne? Jetzt bleiben wir einfach zu Hause, ne? Jetzt nerven wir unseren Goldfisch und erklären ihm, ne, dass unser Aquarium, ne, dass ein deutsches Aquarium ist, ne? Der herrscht Rechts- vor Linksverkehr. Wir bürgern jetzt erstmal unseren Papageien ein, ne? Bringen ihm Deutsch bei. Ne? Wie macht der Papagei? Ey, der plappert alles nach. Wie macht der Papagei? Wäre das nicht nervig, wenn die einfach mal weitermachen würden, wie sie weitermachen? Da ist es schon tröstlicher, wenn alle zum Beispiel die einen immer überholen wollen, ne? Wenn die einfach auch mal zu Hause bleiben, die einen immer überholen wollen, bei der Arbeit überholen wollen. Oder mit dem Einkaufswagen im Supermarkt einen überholen wollen, noch an der Käsetheke, damit sie eher an den Probierteller kommen, da noch das Stückchen Käse kriegen, bevor man selber da ist. Wäre das nicht tröstlich, wenn die zu Hause bleiben würden? Oder wenn zum Beispiel die ganzen Geländefahrradfahrer die einen immer überholen wollen, ne? Und nerven, ne? Bei dem bisschen Gelände, was wir haben, kommen die dann auch daher, ne? Mit ihren körperbetonten, ne? Sportkleider, ne? Kein Körper, aber körperbetonte Sportkleider, ey. Wäre das nicht tröstlich, wenn die auch einfach zu Hause bleiben blieben? Wenn die zu Hause bleiben würden und sagen, ach Mensch, wir bleiben einfach zu Hause, wir nerven nicht mehr. Wir überholen hier zum Beispiel die Bremse von unserem Geländefahrrad, dann haben wir was zum Überholen. Wir haben nämlich noch in der Garage ein kleines Mini-Klappfahrrad. Damit können wir so ein bisschen nerven. Das stört nicht ganz so. Da haben wir nämlich eine Hupe dran, eine Krokodilhupe, die macht Ört, Ört. Und wenn wir damit jemanden überholen, das ist nicht so schnell und es nervt nicht so. Wäre das nicht tröstlich, wenn zum Beispiel, ne, die Alleshasser, ne, wenn die einfach zu Hause bleiben würden, ne, die können doch auch zu Hause alles hassen. Gerade jetzt, wo wir schon so genervt sind, ne, dass sie sagen, jetzt nerven wir nicht mehr so rum, wir bleiben einfach zu Hause. Ne? Man kann auch zu Hause was hassen. Ne? Ich zum Beispiel, ich hasse meine Pantoffeln. Ne? Oder die können zu Hause bleiben und die Fernsehzeitung hassen. Auch das ganze Fernsehprogramm am Montag, das können sie hassen. Das Fernsehprogramm am Montag und das Fernsehprogramm am Dienstag. Und wenn sie sich besonders besorgen wollen, ne, ne, dann gucken sie sich sogar an. Wäre das nicht tröstlich? Wäre das nicht tröstlich, wenn all die Nerven, ich weiß, dass ich auch manchmal nerve, ich bleibe gleich auch zu Hause, wenn alle die Nerven einfach zu Hause bleiben würden, mal eine Zeit lang, tut doch gut. Wie hat es der Philosoph gesagt, Blaise Pascal, alles Unglück der Menschen kommt daher, dass wir es nicht schaffen, zu Hause zu bleiben, im Hintergrund, im Hintergrund, im Hintergrund. Drum brauchen wir den Hintergrund, dort sitzt man sich den Hintern wund, drum heißt er ja auch Hintergrund. Nerv nicht! Wir schicken in den Vordergrund die Kinder und auch meinen Hund, sie machen unser Leben rund. Nerv nicht! Wir schließen einen neuen Mund, das Leben ist ein guter Grund, so geht es dann von Mund zu Mund. Nerv nicht! Die Welt soll bleiben wind und bunt, die Welt soll bleiben wild und bunt, als wären wir im Hackstergrund. Bescheidenheit ist auch gesund. Ja, das war's dann heute. Vom
Heimspiel-Spezial, vierter Teil. Ich freue mich, dass Sie so lange zugeguckt haben. Ich freue mich, dass das digitale Maskottchen heute mit dabei war. Felix hinter der Kamera, René im Ton, dass Benny Düring dabei war, Anis oder Mandel, die Tänzerin Anne Pommier und Lara Schallenberg. Nächsten Samstag, da gibt es ein neues Heimspiel-Spezial, fünfter Teil. Das wird Markus Runte moderieren. Da geht es um die Fotografie. Passen Sie also auf sich auf, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Paderborn ist schön, da kann man sich dann wieder treffen. Tschüss. Bayers haben dann vielleicht wieder auf, das wäre für mich ganz schön. So würde ich es dann schön finden. Ja, Bayers, oder wo gehe ich denn immer gerne hin? Ja, sowas mache ich dann. Die Tage in London, Trafalgar Square. Ich steh unter der Säule, mitten zwischen de Tauben. Don't feed the pigeons, dat kannst du wohl glauben. Liebes Zubbeln dich, diese Viecher kehr. Der Lord Nelson zu hoch, die Themse zu breit. Und schlag dich, weiß ich Bescheid. Und schlag dich, weiß ich Bescheid. Ich muss den Dom sehen können, sonst ist mit mir gar nichts los. Ich muss den Dom sehen können. Was mach ich hier bloß? Da hör ich hin, da kenn ich mich aus. In Paderborn, da bin ich zu Haus.